Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Flohmarkt-Schnäppchen des Nerds. Ich bin der Celi und das hier ist die Sendung, in der ich euch meine Flohmarkt-Schnäppchen der letzten Tage, Wochen und Monate vorstelle. Ich möchte diese erste Mai-Feiertagssendung mit einem Geständnis eröffnen. Ich habe eben beim Aufräumen eine Mandel entdeckt und die gegessen. Ich bin nicht stolz darauf, aber sie war trotzdem lecker. Tja, diesem unsinnigen Geständnis lasse ich auch direkt Taten folgen. Was habe ich auf Flohmärkten entdeckt? Ich muss halt sagen, meine Ausbeute in letzter Zeit, obwohl das Wetter ja konstant so hoch geht, wird immer schlechter, muss ich sagen. Aber ich hatte trotzdem ein bisschen Glück und das, was ich gefunden habe, das möchte ich euch jetzt im Folgenden präsentieren. Ich war letzte Woche in Burscheid unterwegs und musste überraschend feststellen, wie weit Burscheid eigentlich von Solingen entfernt ist. Ich habe halt so eine Anzeige gelesen oder gesehen bei markt.com oder wo auch immer, wo die Termine irgendwie ausgestellt sind. Ja, und war dann überrascht, dann mal nach meiner Ankunft irgendwie so ein Hoftrödel zu entdecken, wo drei Stände waren mit so Kindersachen, Klamotten. Mein Ärger war groß, weil das war auch wohl so eine Ecke im Burscheid oder ich kannte mich da nicht aus. Oft hat man ja das Glück, dass man dann so ein bisschen spazieren gehen kann und irgendwas von der Stadt oder Altstadt mitbekommt, aber in dem Fall war es nicht so. Es war vollkommen eine Benzinverschwendung. Hat mich geärgert und der Tag war fast gelaufen. Und dann hat mein Vater tatsächlich mir mal den Tipp gegeben, dass ein Flohmarkt in Solingen stattfindet, dort im Aldi in der City. Und da bin ich dann halt auch mit ihm hingefahren. Und ja, also der war überraschend nett. Ich habe jetzt nicht so viel da geholt. Ich habe nur in so einer Kramkiste rumgesucht und dabei ein paar Figürchen entdeckt. Unter anderem den Iolaos aus der unsäglich kultigen Herkules-Serie mit Kevin Sorbo. Jetzt fehlt mir jetzt nur noch der Herkules, aber der war in der Kiste mit drin. Des Weiteren habe ich da entdeckt Edmund Honda aus der Street Fighter-Reihe. Kenner wissen das aus diesem Videospiel, diesen Prügler. Ich bin da ein großer Fan von. Bilde mir ein, diese Figur schon mit blauer Hose zu haben, aber kann ich natürlich irren, hat natürlich auch ein Action-Feature, was ich euch präsentieren kann, und zwar hier am Bein. Entweder ist es ein Kick, aber ich glaube, es soll eher so dieser Headbutt sein nach vorne, den er auch ausführt. Ist erstaunlicherweise auch nicht separat rausgekommen, sondern auch bei der, ist so eine G.I. Joe-Figur, zumindest in der Größe. Ja, des Weiteren in dieser Großkiste habe ich das hier entdeckt. Nein, nicht diese kaputte Figur an sich, sondern noch weniger, sondern nur diesen linken Arm. Also das ist ein Scareglow aus der Masters of the Universe-Reihe. Ist so ein, ja, der liegt in meinem Ersatzteillager. Ich habe noch die Beine dazu, die müsste ich nochmal reparieren, diese Gummigeschichten. Da sind die Masters-Figuren ja sehr, sehr anfällig. Tja, und diese Ersatzteilkiste hat man ja in Hoffnung, ja irgendwas komplettieren zu können oder mit anderen Sammlern mal tauschen zu können. In dem Fall war es so, dass ich tatsächlich in dieser Großkiste den linken Arm entdeckt habe. Das heißt, meine Hoffnungen sind groß, dass ich irgendwann den rechten Arm entdecke und die Figur dann zumindest körperlich komplett ist. Also da fehlt natürlich noch der violette Umhang und die Sense, Schrägstrich, also hier auch in diesem luminisierenden, leuchtet im Dunkeln Material oder in dem amerikanischen grünen Material. Wie dem auch sei, das ganz Nette, was mir begegnet ist, da gibt es einen Begriff zu. Also bislang dachten wir, wir tun unsere Sachen, die wir doppelt haben oder überflüssig haben, in eine Kiste rein und tauschen die einfach. Nee, es gibt natürlich, die Amis kommen da mit einem Begriff um die Ecke und das Ganze nennt sich dann halt unter den Sammlerkreisen Frankensteining. Das heißt, man setzt quasi Teile zusammen, bis man irgendein Playset oder eine Figur komplett hat. In der Kiste waren halt noch so ein Three-Door-Helm und so ein vom Aufzug von Castle Grayskull, dieser Hebel oder wie man es nennen will, dieses Gewicht. Tja, das kann man halt immer gebrauchen, wenn man irgendwie mit Leuten tauschen will oder mit Freunden irgendwie, beziehungsweise denen helfen will beim Komplettieren ihrer Sammlung. Und lustigerweise von wegen Master of the Universe auf dem selben Trödel habe ich auch den Seb entdeckt. Das ist der Kollege, von dem ich die Sammlung gefilmt habe, auch hier bei uns in der Playlist zu sehen. Ja, und das Letzte, was ich aus der Kiste gefischt habe, ja, das tut mir in der Seele weh, hier, Darkwing Duck. Wieso tut mir das in der Seele weh? Die Figur ist wahrscheinlich ohnehin nicht komplett, das ist, glaube ich, von Playmate Toys, ja, ist es. Aber zumindest hatte sie einen Hut, als ich sie aus dieser Kiste gefischt habe.
Und ich weiß ganz genau den Moment, wo ich diesen blöden Hut verloren habe. Und zwar muss das beim Bezahlen passiert sein. Und zwar habe ich irgendwie mein Portemonnaie rausgeholt. Gerade öffne ich das Fach für das Kleingeld. Wie gesagt, der Hut hat hier so eine Abschussvorrichtung. Und da bin ich wahrscheinlich rangekommen beim Öffnen des Portemonnaies. Hab dann bezahlen wollen und hörte dann so ein Klacken. Und in dem Augenblick dachte ich, ja, da ist mir wahrscheinlich irgendwie so ein Groschen, so 5 Cent, ich habe nicht viel im Portemonnaie, irgendwie runtergefallen in diese Kiste. Nochmal geguckt, will ich wirklich diese Kiste nach diesem 5 Cent Stück irgendwie durchsuchen. Dachte ich mir, nee, lass es lieber sein. Aber es war nicht das 5 Cent Stück, es war der blöde Hut von Darkwing Duck. Und das hat mich den Rest des Tages auch furchtbar geärgert. Naja, also das heißt, der Tag war so ein bisschen gelaufen. Pech in Burscheid gehabt und in Solingen halt die Geschichte mit Darkwing Duck, ne? Und wie gesagt, im Gesamten war das nicht so bolle. Ach ja, übrigens, für diese ganzen Figuren habe ich 3 Euro bezahlt, das wollte ich nicht vergessen. Aber dann war mir dann halt auch noch irgendwie nach dem Abendspaziergang, weil der Abend noch jung war, muss so gegen 4 Uhr gewesen sein, und dann ist mir irgendwie eingefallen, als ich nach diesem Termin geguckt habe, hey, da ist doch was in Hilden, da könnte man doch mal gut spazieren gehen, irgendwie Antikmarkt war angekündigt, zudem auch irgendwie so eine Autoshow oder Versteigerung, wie auch immer, da interessiere ich mich nicht so wirklich für, Autos sind für mich Gegenstände, mit denen man von A nach B fährt, und schöne Autos gibt es heutzutage eh nicht, das heißt, man kann mich nur mit Oldtimern beeindrucken. Also ich bin sehr leicht zu begeistern mit einem Isetta Käfer, sowas finde ich geil, so, oder so ein Original Manta Goldfarben oder sowas finde ich spitze, aber so Speedboliden, denen kann ich gar nichts abgewinnen. Was soll ich mit so einem Ding haben, wenn ich eh nur 30 oder 50 bei mir um die Ecke fahren kann, ne? Naja, wahrscheinlich ist es nur der Neid. Jedenfalls entpuppte sich dieser Antikmarkt als ganz netter Trödel, / Büchertrödel, also das Hauptaugenmerk lag halt auf Büchern, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr nett. Die Preise, ja, von okay bis eher durchwachsen, sind halt so eher so Profistände, würde ich sagen. Waren viele Comics am Start, also viel Franco-Belgisches, auf das ich mich ja eigentlich eher fixiere und interessiere, aber die Preise waren so, ich habe halt sehr viel, da könnte man überlegen, irgendwas zu ergänzen, und die paar Sachen, die zum Ergänzen da hatten, die waren relativ hochpreisig. Wenn man sich da bei eBay umguckt, da sind halt Comics, gehen halt sehr oft für nix weg, und da waren mir die Preise doch zu hoch. Aber einen habe ich dann tatsächlich mitgenommen, und zwar bei einem Händler. Ich glaube, der kam mir bekannt vor, bei dem müsste ich irgendwann mal auf irgendeinem Büchertrödel Sega Mega Drive Spiele gekauft haben. Sehr, sehr kommunikativ, der Mann, ein bisschen zu kommunikativ, aber das macht nichts. Aber der hat mir halt angeboten, jetzt hier, wo der kurz beim Abbauen ist, alle Comicbände für die Hälfte des Preises. Und da habe ich mich dann tatsächlich für diesen Asterix-Band entschieden. Ist nichts anderes als die englische Version von der Trabantenstadt, also The Mansions of the Guards. Wollte ursprünglich 6 Euro für haben, aber da er alles für die Hälfte anbot, habe ich diesen schönen erhaltenen Band für 3 Euro bekommen. Bei diesen Asterix-Bänden muss man halt sagen, die alten nicht in Würde, die früheren bis mittleren Bände sind halt immer gut, aber gerade die letzten sind schlecht gewesen. Der kürzlich neu erschienene Band, der gibt wieder Anlass zur Hoffnung, und ich glaube, es gibt in relativer Kürze dann doch wieder einen Asterix-Band, der vielleicht wieder die Reputation von Asterix aufleben lässt. Aber das hier ist ein toller Band, die Trabantenstadt, da waren die auf ihrem Höhepunkt. Hab mich gefreut, den mitnehmen zu können. Ja, das war quasi auch das traurige Ende meiner Flohmarktfunde. So erfolgreich war ich da nicht mehr. Und habe aber auf der anderen Seite irgendwie Glück gehabt. Was habe ich entdeckt? Ich war wieder natürlich auf diversen 1-Euro-Märkten unterwegs und habe da zum Beispiel für 2 Euro im Teddy den ersten Teil der ersten Staffel von Nick Knight entdeckt. Das ist so eine alte, ich glaube, kanadische Serie. Die lief damals irgendwie nachts auf RTL, als ich noch klein war, und war mega unheimlich. Im Nachhinein betrachtet ist sie eine relative Trash-Serie.
Worum geht es da? Das ist halt ein Vampir, der als Polizist arbeitet mit einem trotteligen Partner. Da ist auch, glaube ich, so ein Love Interest, also so eine Frau mit involviert, die ihn vermeintlich heilen kann. Ich weiß nicht, ob das die Forensikerin ist. Hier kurz gesagt, hier auf der Cover, er ist einer der besten Cops Torontos. Er fährt einen alten Cadillac, er ist 700 Jahre alt, kann fliegen und ist nur durch Feuer verwundbar. Der Nick Knight ist ein Vampir. Im 13. Jahrhundert wird Nicholas, Ritter eines französischen Ordens, diese Flashbacks sind immer ganz nett, obwohl das eher billig produziert ist, von dem Vampirin Jeannette verführt und von ihrem Meister Lacroix in einen untoten Blutsauger verwandelt. Doch eines Jahres überwindet Nick seine böse Natur und geht seinen eigenen Weg. Bei der Polizei in Toronto versucht er, sein durch jahrhundertelanges Morden belastetes Gewissen zu erleichtern, indem er Verbrecher stellt. Nick, der einen alten Cadillac seinen eigen nennt, lebt in einem alten Warenhaus. Nur die Pathologin Dr. Natalie Lambert kennt Nicks Geheimnis und sein Partner im Dienst, Don Schenke, hat keine Ahnung, dass er mit einem Vampir auf Streife geht. Die Mischung aus nervenzerreißender Spannung und einer Spur Erotik machte die Vampirsaga Nick Knight in den USA, Kanada und Deutschland seinen wahren Straßenfeger. Ich glaube nicht, dass es so viele Staffeln davon gab. Zwei, ganz ärgerlich und doof, dass das der erste Teil der ersten Staffel, das heißt, es sind, glaube ich, in vier Stück aufgeteilt. Für 2 Euro kann man da nicht meckern. Ist so eine Serie, die einen gewissen Trash-Faktor hat. Und erstaunlicherweise bin ich da auch nicht versucht, weiter nach den anderen Folgen zu sehen. Das ist halt nur so eine Erinnerung, die ich wieder aufleben lassen will. Die Episoden, ja, es ist eh ein offenes Ende, also nach diesen Staffeln wird das nicht ausgelöst. So ein kleiner Blick in so Trash-End-80er, 90er-Serien, das ist schon ganz nett und für 2 Euro kann man da nicht meckern. Halt aus dem Teddy gefischt. Ja, was habe ich denn noch gefunden? Ich habe neulich eine Kiste Bücher zu so einem Bücherschrank gebracht. Also ich glaube, das ist mittlerweile relativ verbreitet in Städten. Wir haben da auch einige in Solingen, im Botanischen Garten, in Ohligs und in Richtung Hilden stehen so Schränke, also Vitrinen, in denen man gelesene Bücher einfach reinstellen kann und sich selber halt quasi bedienen kann. Ne? Und das mache ich dann halt auch regelmäßig, dass ich mal reinschaue. Selten genug, dass man was findet, das nicht abgeklaut wird. Ich meine, ich habe auch fiese Leute entdeckt, die dann wirklich, wenn man Bücher reinstellt, die rausnehmen und dann halt irgendwie verkaufen. Das finde ich ziemlich scheiße, weil das ja eigentlich für die Allgemeinheit so ein bisschen da ist. Und dann habe ich auch schon überlegt, die teilweise, wenn ich selber Bücher reinstelle, irgendwie zu entwerten mit einem Stempel, erste Seite ausreißen oder sowas, die nicht unbedingt nötig ist, was den Verkaufsansporn irgendwie mindert. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Batzen Bücher hingebracht und habe auch geguckt, ob mich irgendwas interessieren würde. Und dann tatsächlich habe ich so ein Kassettenhörbuch-Set entdeckt. Also von Dürrenmatt. Ich liebe Dürrenmatt, der Richter und sein Henker. Das ist auch ja, sehr unterhaltsam, gibt es natürlich auch eine Verfilmung von. Und ja, ich habe noch nicht reingehört, es sind halt Kassetten, aber ich war ganz erstaunt, wie das aufgemacht ist. Also schulbesprechende Bücher. Hier, der Richter und sein Henker ist natürlich ein Kriminalroman, also sollte man auch mal gelesen haben. Also von der moderner klassischer Literatur ist das natürlich ein etwas leichtere Kost, was das Lesen einem langt, aber zurück zu diesem Set. So eine Aufmachung habe ich noch nie gesehen. Das sind 3 Kassetten insgesamt. Und dann schiebt man hier, wie bei so einer Garage, das Ding hoch. Und dann kommt die Kassette, ist federgelagert, so rausgeflöppt. Und also auch wenn die Hörspielaufnahmen Mist sein sollten, also ich bin ganz, ganz, ganz begeistert von dieser Aufmachung. Das hat mich schon sehr gefreut. Und für Nüsse, also für umsonst, ist es natürlich sehr, sehr cool, also sehr außergewöhnliches Fundstück, was irgendwie in meine Kassettensammlung fließen wird. Für umsonst. Ja, weiterhin. Ja, das ist auch der letzte, aber große Fund, den ich euch jetzt präsentieren kann. Ich habe Platten noch ein Löcher gefunden. Glück muss der Mensch haben. Leider passiert es viel zu selten bei mir, dass ich sowas habe. Und zwar bin ich lustigerweise zum richtigen Zeitpunkt bei so einer Art Wohnungsauflösung vorbeigegangen, in der Leute halt wirklich so kistenweise Platten rausgestellt haben. Da gucke ich bin nicht so der Plattenkenner oder großartige Plattensammler, also hier nicht verwirren lassen, das sind hier auch hoch und runter gehen, das sind Laserdiscs, das sind Filme, das sind keine wirklichen Schallplatten. Ich finde das Medium natürlich, ist ja Sammelleidenschaft, Flohmarktleidenschaft, sehr, sehr faszinierend und habe mir dann versucht, doch mal ab und zu mal ein paar Platten rauszupicken, wo es um
Alben hören geht. Also ich bin sonst, habe ich die Veranlagung auf meinen MP3-Player, sind halt immer so Einzelhits drauf und habe versucht dann mir für, also wenn ich mir Platten hole, dann suche ich mir so Platten raus, wo ich sage, da lohnt sich das komplette Album anzuhören oder es hat so ein gewisses Ambiente. Ich muss auch sagen, ja, wie soll ich sagen, meine Höreinstellung hat sich auch in den letzten Jahren wirklich geändert. Ich war mal so wirklich richtig auch Musiksammler und habe mich sehr, sehr, sehr viel interessiert, gerade natürlich so im Indie-Bereich oder im Allgemeinen. Aber das hat bei mir in den letzten, lass sagen, 5, 6 Jahren stark, stark nachgelassen. Ich hatte früher auch eine richtig große CD-Sammlung mit Maxis und noch und nöcher. Habe ich komplett rigoros ein bisschen zusammenschrumpfen, was also ein bisschen ordentlich zusammenschrumpfen lassen und hast nicht gesehen, einfach vom Hörverhalten. Ich bin niemand, der. Ich höre gern so für mich kopfhörermäßig Musik oder wenn ich unterwegs bin, halt natürlich auf einem MP3-Player und ähnliches. Mittlerweile und bin jetzt auch beruflich halt öfter lange Strecken unterwegs und tut mir leid, es ist mir passiert, dass ich dafür getroffen habe, dass ich nicht lange und ewig dann halt nur Musik hören kann oder nur Radio hören kann. Also ich höre gerne auf langen Strecken halt eher Hörbücher, was Informatives und sei es nur, dass ich mir irgendwelche Podcasts vom WDR runterziehe. Das ist für mich langfristig angenehmer als nur irgendwie Musik zu hören und das heißt in letzter Zeit, also in den letzten Jahren ist es bei mir deutlich weniger geworden. Das heißt, ich bin absolut ja kein Experte, weiß es aber trotzdem zu schätzen, wenn ich dann halt mal so einen Fund mache und zur Sache, hab das so ein bisschen beäugt und dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Was passiert denn damit? Bringen Sie das auf den Müll? Und dann meinten die, wir wissen noch nicht, was wir damit anstellen. Oh, wenn Sie sich so ein paar davon raussuchen wollen, das ist gar kein Problem. Ne? Tja, das habe ich natürlich gemacht und. Es liegt natürlich im Auge des Betrachters, wollte ich sagen, was so ein paar sind. Und das sind die paar, die ich mir mitgenommen habe, inklusive dieses Schallplattenständers. Ich muss auch offen zugeben, als ich dann gegangen bin, hier dann, wisst ihr, also um nicht erkennen zu geben, dass ich ja wirklich so einen Batzen Platten mitgenommen habe, habe ich natürlich möglichst versucht, das als leicht darzustellen und irgendwie so in einer Hand so beifällig genommen. Ja, ich habe mir da ein paar mitgenommen. Vielen, vielen Dank, sehr nett und bin dann meine Wege gezogen und meine Arme wurden lang und länger, als ich nach Hause gegangen bin. Tja, in den folgenden darf ich euch vorstellen, was ich da gefunden habe. Es war komplett umsonst, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ein paar gute Dinger in meinen Augen waren natürlich dabei. Musikgeschmack ist halt jedem eigen. Ich habe mir natürlich die rausgepickt, die ich persönlich gerne höre oder für vermeintlich gut empfinde. Es ist halt verstärkt altes Zeug, das ich im Folgenden vorstelle. Also der Hauptfund ist sehr wahrscheinlich, danach geht es nur bergab, also eine 6 LP Led Zeppelin Box. Die war ziemlich verdreckt. Das heißt, ich habe lange Zeit gebraucht, um die irgendwie halbwegs wieder sauber machen zu können. Drin zu den Platten zusätzlich war jetzt hier so ein tolles Booklet. Und hier hinten noch, habe ich es irgendwie hingetan, noch so eine Art Poster, wie man das zeigen kann, wo die Band entsprechend zu sehen ist, einzeln und so ganz nett. Was man halt sagen muss, die Plattenhüllen, die ich da gefunden habe, die waren alle eher in einem schlechten Zustand. Also ich glaube nicht, dass das für Wiederverkäufer irgendwie einen Wert hat. Das sind hier die einzelnen 6 Platten, die da sind. Aber alle Platten selbst waren in einem hervorragenden Zustand, also ohne Kratzer, ohne gar nichts. Das heißt, zum Hören waren die super. Und nicht nur, dass ich diese tolle Led Zeppelin Box hier gefunden habe, sondern in der Led Zeppelin Box lag eine Picture Disc mit bei, und zwar Elvis. Da lag tatsächlich so ganz unschuldig, ohne dass ich es wusste, lag hier diese Elvis Picture Disc irgendwie mit bei. Nett erhalten mit den 2 Bildern. Ich glaube, die finde ich so attraktiv, die hänge ich mir irgendwie, da bastel ich mir eine Collage raus und hänge sie mir an die Wand. Tja, die war auch umsonst. Das waren hier so die Highlights dieser Box. Aber was habe ich mir im Weiteren halt mitgenommen? Präsentiere ich euch auch nochmal ganz kurz. Pink Floyd, The Wall, in einem recht gut erhaltenen Zustand. War zweimal mit dabei.
weiterhin auch von Pink Floyd. Umaguma, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mir ein nicht bekanntes Album, da bin ich halt nicht so drin. Wie gesagt, ich bin kein Musikexperte, ich weiß nur, dass ich die Sachen von Pink Floyd ganz gut finde und vor allem, also das ist jetzt ein Album, was ich schon habe, neben The Wall, Dark Side of the Moon, und das ist einhellig ein Klassiker, den man haben sollte. Der darf in keiner Sammlung fehlen, eigentlich für Musikinteressierte, obwohl das natürlich diesen Geschmackssystem irgendwie so ein bisschen widerspricht, das ich eben aufgebracht habe. Weiterhin auch dabei von Pink Floyd, Obscured by Clouds, mir auch eher unbekannt, diese Platte, war mit dabei, auch schon in einem etwas besseren Zustand als die üblichen. Was war noch dabei? Kiss, Dynasty, hatte ich auch noch nicht. Kiss, so Disco-Metal sozusagen. Ja, eine Platte, die ich schon hatte, aber den ich ja toll finde, so als Gamer hier, Bombcheck-mäßig. Jean-Michel Jarre, Elektro-Pionier, Organist, so elektrische Musik, hat er an den Start gebracht. Sehr, sehr cool zu hören. Also ich finde alles Alben, die man so einfach laufen lassen kann, ambientemäßig. Ja, und dann habe ich noch ein paar Beatles-Sachen entdeckt und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich das noch nicht hatte. Ich hatte das rote und das blaue Album von denen und die Abbey Road als Platte, aber hier dieses weiße Album hatte ich noch nicht, was da ganz unschuldig beilag. Ja, weiß, man sieht höchstens, wenn man ganz, ganz genau hinguckt im Schatten, dass hier Beatles irgendwie so ein bisschen imprägniert ist, aufgestanzt ist. Ja, aber trotzdem das rote Album bei, das habe ich auch mitgenommen, wenn es umsonst war, so als Ersatz, kann ja nie schaden. Dann noch von den Beatles so eine, ja, eine hässliche Platte, also so ein Best-of, so eine deutsche Version. Ja, und was man hier in der Gegend einfach ist, oder generell was man sagt, man ist entweder Ärzte-Fan oder Hosen-Fan, beides gibt es nicht, und ich kann euch direkt sagen, ich bin Ärzte-Fan und das hat mich dann gefreut, die Ärzte live. Hier so noch mit dem alten Campen hier, wie hieß der? Ist denn irgendwie Andreas oder täusche ich mich? Das ist ja auch egal. Ohne Rob Gonzalez. Weiterhin tolle Platte, beziehungsweise tolle Band 10cc. Bloody Tourist müsste das sein. Habe ich auch, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, weil ich weiß, dass meine Version hier irgendwie, die ich dann nachher aussortiere, in schlechterem Zustand ist. Die sind wahrscheinlich am bekanntesten für Dreadlock Holiday. Bei den anderen Bands muss ich, glaube ich, dazu nichts sagen. Die müsste man eigentlich einfach kennen. Ah, ja, und ich kann an keiner Boney M-Platte vorbeigehen. Nicht, weil ich die Musik höre, aber ich finde die Alben so geil, so retromäßig, wie die gestaltet sind. Und hier, weiß nicht, ob ich das schon mal nicht hatte, so dieses Mega-Poster, konnte ich nicht liegen lassen, muss ich an zu Hause geben. Genauso sieht es hier aus bei diesem Boney M Night Flight to Venus. Starkes Cover, auch wenn ich die mit dem irgendwie ausschneiden sollte und aufhängen. Also finde ich bombenmäßig stark, die Dinger. Diese Schwimmkappen. Sind wir ungefähr bei der Hälfte angelangt. Es geht noch fröhlich weiter. Was habe ich noch gefunden? Oh, die finde ich wirklich toll. Blondie. Finde ich super. Ja, nicht nur dieses späte Maria-Gedöns, sondern richtig gut ist, was ist hier drauf hängen, On the Telephone, One Day or the Other, ist glaube ich auch zu Ehren gekommen bei irgendeinem A-Team-Vorspann. Und natürlich Heart of Glass und so weiter und so fort, eine tolle Band früher. Was noch? Oh, hier ist er, der Tom Petty and the Heartbreakers. Sind jetzt Lieder drauf, die ich persönlich jetzt nicht so kenne. Also das Album ist mir jetzt auch nicht so bekannt gewesen. Also das bekannteste von ihm ist natürlich Into the Great Wide Open zum Beispiel. Auch ein toller Typ, eine tolle Band. Toller Typ eher ist natürlich der gute Frank Zappa. Da habe ich noch keine Platte davon. Also ich habe glaube ich so einzelne Lieder. Hier Bobby Brown und ich glaube Don't You Eat the Yellow Snow habe ich irgendwie als MP3, aber ansonsten keinerlei Alben von ihm gehabt. Das fand ich toll, dass es da drunter war. Musste ich direkt mitnehmen und wie man so schön sagt, für Nüsse der gute, großartige Frank Zappa. Also fast, ich möchte jetzt nicht die Musik minimieren, aber fast eine überbordend bessere Persönlichkeit, als es die Musik ist.
Auch mitgenommen als Fun-Metaller. AC/DC Fly on the Wall. Natürlich die Kultgruppe. Da ist, glaube ich, jetzt hier der Schlagzeuger in irgendwelche negativen Schlagzeilen geraten. Und das hier auch ein ganz nettes Gimmick. Ja, jetzt habe ich es genau umgekehrt gemacht. Kurz hochhalten. Hier seht ihr, das sieht aus wie eine alte Diskette. Also Plattenkenner werden das wahrscheinlich auch schon erkannt haben. Also hier, das Album sieht aus wie eine Diskette. Wenn du das rausnimmst, ist halt die Platte drin. Und ist, oh, das habe ich aber nicht gut sauber gemacht, beziehungsweise die gar nicht. Und eine etwas der schlechter erhaltenen. Das müsste eigentlich Blue Monday sein. Richtig, ist es auch. Auch so in Elektro-Richtung gehende Mucke, die ich sehr gut finde. Und vor allem hier, die Platte hat es mir angetan. Halt, wie gesagt, nicht so im wollerhaltenden Zustand, aber naja. Großer Fan bin ich von, das heißt ja großer Fan, aber ich höre es gerne wirklich auf, das ist was Typisches für mich, auf Platte hören, vom Alan Parsons Project. Da habe ich auch viel, um nicht zu sagen fast alles, habe ich aber mitgenommen in der Hoffnung, dass die Platten oder die Cover besser sind als die, die ich habe. Eher uninteressant. Alan Parsons Project, so generell Mainstream, wo es der Hit ist, wahrscheinlich Eye in the Sky. Hier weiterhin noch ein anderes Album. Neigt sich jetzt im Ende so, oh ja, Guilty Pleasure, obwohl ich eigentlich nichts davon höre. Simon and Garfunkel, Greatest Hits. Ich muss aber zugeben, Cecilia und Mrs. Robinson von denen finde ich eigentlich ganz gut. Sind beide hier drauf. Sehr cool. So wie Bridge Over Troubled Water. Weiterhin, den ich ganz cool finde, zumindest früher, der gute Gitarrengott Santana, beziehungsweise die Gruppe Santana. Hier zwei klassische Alben, das hier habe ich schon, aber ich weiß nicht, ob das in so einem guten Zustand ist, und das hatte ich noch nicht. Und ja, Dire Straits bin ich auch begeisterter Hörer auf Platte, habe ich auch die meisten, und da möchte ich mal sehen, ob ich damit hier nicht meine bisherige Sammlung auswerten kann. Und ja, andere Gruppe, die ich sehr schätze, sind, beziehungsweise die ich sehr gerne auf Platte höre, ist Supertramp. So als MP3 wirklich nicht, aber ich lege es gerne mal auf und höre es im Hintergrund, Supertramp. The Logical Song ist da zum Beispiel sehr bekannt. Und hier dieses Cover, dieses berühmt-berüchtigte sozusagen, konnte ich auch mitnehmen. Und die letzten waren dann tatsächlich, abgesehen von einem weiteren Alan Parsons Project Album in toller Aufmachung, Barclay James Harvest, die ich wirklich auch nur, weiß ich nicht, ob ich da reingehört habe, aber nur als Platte kenne. Wie gesagt, über Geschmack kann man streiten, das sind die Funde, die ich gemacht habe, waren umsonst. Ich habe mich sehr gefreut, ich begebe mich jetzt gleich ans Einsortieren, was eigentlich das Höchste der Freude auch irgendwie für Sammler ist, wenn du da austauschen und rumkursen kannst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr vielleicht auch bei der nächsten Sendung vorbeischaut. Bis dahin, gehabt euch wohl!